Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns nochmal die 70-Jahr-Wochen an. Wir haben ja schon mal gesehen, dass die bisherige Lesart, die 70-Jahr-Wochen in zwei Fristen zu unterteilen, nämlich einmal zu 69-Jahr-Wochen und einmal zu einer 70. Jahrwoche, nicht passt und den Bibeltext widerspricht. Man macht da aus drei Fristen, die der Engel vorgibt, denn er teilt ja 7 und 62 und eine 70. Jahrwoche ein, macht man dann nur noch zwei Fristen, weil man die 7 Jahrwochen und die 62 Jahrwochen zu einer einzigen Frist zusammenzählt, die dann von Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus bis auf das Kommen Christi nach Jerusalem bzw. bis auf seine Kreuzigung berechnet und dann eine letzte 70. Jahrwoche ansetzt. Aber in den vorigen Videos haben wir schon gesehen, dass das wesentliche Mängel hat, weil man zunächst mal aus drei Fristen, die der Engel vorgibt, nur zwei dann macht. Dann rechnet man von Artaxerxes aus und versucht, bis ins Geburtsjahr oder bis ins Sterbejahr Jesu Christi zu kommen. Wenn man das ganz normal rechnet, dann kommt man ins Jahr 38 nach Christus, also muss man umrechnen von prophetischen Jahren zu 360 Tagen in Sonnenjahre zu 365 Tagen, um damit 173.880 Tagen auf das Kommen Jesu Christi in Jerusalem bzw. auf seine Kreuzigung dann rechnen zu können. Dann hat man aber schon mehrere Punkte überschritten, die man eigentlich nicht überschreiten darf. Man hat dann ein Anfangsdatum bei Artaxerxes willkürlich gewählt, weil das vom Dekret des Darius und auch des Kyros aus nicht funktioniert. Man kann das von da aus nicht rechnen, also nimmt man einfach nach billigem Ermessen die Frist von Artaxerxes. Man rechnet Mondjahre in Sonnenjahre um, wovon der Engel auch nichts gesagt hat. Man glaubt dann, das Sterbejahr Christi damit exakt errechnet zu haben, wo wir einfach nicht wissen, wann in welchem Jahr Jesus Christus gestorben ist. Das ist nicht bekannt, weder in der Bibel noch in außerbiblischen Quellen erwähnt. Also man glaubt, etwas plausibilisieren zu können, von dem man überhaupt gar keinen echten Schlusspunkt hat oder kein Referenzjahr hat, auf das man plausibilisieren könnte. Und dann ist es auch so, dass im Buch Esra steht, dass sowohl Kyros als auch Darius und auch Artaxerxes ein Gebot erlassen haben, dass Jerusalem wieder gebaut werden solle, aber Gott selber auch. Und das wird immer außer Acht gelassen. Die Berechnung, die ich mache, belässt drei Fristen. Sie rechnet vom Jahr 605 vor Christus aus, von dem Jahr, in dem Jeremia 25 geschrieben wurde, das Kapitel, das Daniel auch gelesen hat, worauf er auch sich bezieht in Daniel 9. Und dieses Kapitel 25 ist aufgrund von drei Zeitangaben, die dort enthalten sind, nämlich der Regierungszeit eines heidnischen Königs, eines jüdischen Königs und der Dienstzeit eines jüdischen Propheten, immer auf das Jahr 605 vor Christus referiert. Das heißt also, dieses Kapitel 25 im Jeremia-Buch ist im Jahr 605 vor Christus geschrieben worden und es beginnt mit den Versen, dass das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Da gibt Gott selber den Befehl dafür, dass Jerusalem wiedergebaut wird. Und wenn man von 605 vor Christus ausrechnet, einmal 7 Jahrwochen, also 49 Jahre, dann kommt man bis auf Kyros, der laut Jesaja 44, Vers 28 und Jesaja 45, Vers 1 ein Gesalbter ist, denn nach 7 Jahren muss ein Gesalbter kommen. Und wenn man nochmal vom Jahr 605 vor Christus ausrechnet, dann kommt man bis auf Antiochos Epiphanes im Jahr 171 vor Christus. Wenn man von 605 aus 49 Jahre rechnet, also 7 Jahrwochen rechnet, dann kommt man auf Kyros. Diese Frist hat zwei Zwangspunkte für mich. Ja, einmal muss nach 7 Jahrwochen ein Gesalbter kommen, ein gesalbter Prinz oder ein gesalbter Fürst. Das ist bei der Berechnung, die man landläufig macht, wenn man von Artaxerxes ausrechnet, 444, 445 vor Christus, dann kommt man da ins Jahr 395 vor Christus. Da ist aber kein Gesalbter gekommen. Das heißt also, diese ganzen Aussagen und Vorgaben, die der Engel macht, werden mit dieser Berechnung, die man da anstellt, alle nicht eingehalten. Ja, das sieht man, dass das
Das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen, so schön und so kompliziert die Rechnung dann auch ist. Der Startpunkt stimmt nicht, die Berechnungsart stimmt nicht und muss angepasst werden, indem man irgendwie umrechnet mit den 173.880 Tagen. Dann kommt man auf ein Jahr, ein Sterbejahr Christi, von dem man überhaupt nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Dann lässt man einen heidnischen König, nämlich Artaxerxes, dieses Gebot geben, dass Jerusalem wieder gebaut würde, statt Gott. Gott selber hat dieses Gebot ja auch gegeben, laut Esra. Man macht aus drei Fristen zwei und so weiter und so fort. Also diese ganze Berechnung der 70 Jahrwochen, wie wir die bisher kennen, ist hinfällig. Ja? Man kann das nicht mehr aufrechterhalten. Was ich aber jetzt im Video zeigen möchte, ist, wir haben ja anhand der Berechnung das jetzt festgestellt. Also wir sind in Jeremia 25 gegangen, ins Jahr 605 vor Christus. Wir haben von dort einmal 7 Jahrwochen gerechnet und kommen auf Kyros, der laut Jesaja 44 und 45 ein Gesalbter ist. Ja, bei uns kommt also nach 7 Jahrwochen ein Gesalbter. In der bisherigen Rechnung sagt man immer, nach 7 Jahrwochen war Jerusalem wieder hergestellt und fertiggestellt, und zwar Mauer und Tempel. Das ist aber Unsinn, weil das wäre dann das Jahr 395 vor Christus. Da ist Jerusalem schon seit über 100 Jahren schon wieder fertiggestellt gewesen. Das ist ein Scheinargument, was da gebracht wird. Und irgendwie machen das alle falsch. Der Engel sagt, nach 7 Wochen, nach 49 Jahren kommt ein gesalbter Fürst, nämlich Kyros. Das passiert, wenn man die ersten 7 Jahrwochen vom Jahr 605 ausrechnet. Wenn man nochmal von 605 ausrechnet, und zwar nochmal 62 Jahrwochen, kommt man auf Antiochos Epiphanes. Und diese beiden antiken politischen Größen, nämlich der Perser und der Antiochos Epiphanes, die kommen in der Endzeit wieder, nämlich das neopersische Reich, das endzeitliche Assyrien, Iran, Irak, und der Antichrist, ja, der seinen Typus hatte in Antiochos Epiphanes, in diesem antiken Herrscher. Das heißt also, ein neuer endzeitlicher Antiochos Epiphanes kommt auf, und diese beiden, die treffen sich in Harmageddon. Das ist das, was der Engel sagen will. Das heißt, das hat zunächst mal mit dem Kommen Jesu, mit dem triumphalen Jesu, Einzug Jesu in Jerusalem oder mit seiner Kreuzigung gar nichts zu tun, sondern der Engel zeigt vom Jahr 605 aus gerechnet diese beiden Endzeitgrößen, den Perser und den Antiochos Epiphanes, die sich in der Endzeit wiederholen werden, in der 70. Jahrwoche, und sich in Harmageddon gegenüberstehen werden, wenn das Land komplett verwüstet ist. Denn der Engel sagt ja, die Verwüstung, die du jetzt gesehen hast in der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft, die in Israel und umliegenden Ländern geherrscht hat, das ist gar nichts im Vergleich zu der Verwüstung, die noch kommen wird und die durch diese beiden großen politischen Größen hergestellt wird. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist im Text mal zu sehen, ob der Text Hinweise darauf gibt, dass man die 605, dass man diese beiden Fristen vom Jahr 605 ausrechnet. Dass der Text also so etwas sagt wie vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden solle, bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten, sind 7 Jahrwochen. Und noch einmal von 605 aus 62 Jahrwochen. Ja? Ob man sowas findet im Text, das schauen wir uns im Detail mal an. Oder wünsche ich Gottes Segen beim Zuschauen. Als erstes schauen wir uns mal an, was Rabbi Skobak dazu sagt. Ein naturgemäß starker Kritiker der christlichen Art der Auslegung. Er zeigt uns, dass im Text ein Semikolon ergänzt worden ist. Also im hebräischen Text hat man ein Semikolon, was nicht zulässt, dass man die 7 und die 62 Wochen direkt hintereinander schaltet und addiert, weil dieses Semikolon nach den 7 Jahrwochen steht und die 7 Jahrwochen so von den 62 Jahrwochen trennt. Ein anderes Problem ist, dass die King James Lesart ein Satzzeichen ignoriert, das wir im hebräischen Text haben und das als Semikolon dient und Etnach genannt wird, oder Etnachta. Ihr seht hier also, dass im Originaltext, dass er davon spricht, also lasst uns mal zur jüdischen Übersetzung von Daniel 9 springen, da seht ihr in Vers 25, so wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis auf einen gesalbten Fürsten sind 7 Wochen. 7 Wochen, das sind 49 Jahre. Und ihr seht hier ein Semikolon. Und das Hebräische, also wenn ihr auf die hebräische Seite schaut, dann spricht es von, unter dem Wort 7 hier, ist dieses Etnachta oder dieses Etnach.
was das hebräische Symbol ist, das für ein Semikolon benutzt wird. Also was die King James hier tut, ist dieses Semikolon zu ignorieren und diese beiden Zeitperioden zusammenzufassen. Es sagt 7 Wochen, und 62 Wochen. Und die King James, also noch einmal, sie nimmt alles zusammen. 7 Wochen und 62 Wochen, anstatt sie als zwei unterschiedliche Zeitperioden zu belassen. Ja, also Rabbi Skobach zeigt also, dass dieses Etnach im masoretischen Text ergänzt ist. Das, wie gesagt, haben die Masoreten ergänzt, aber das ist auch das Argument vieler, auch zum Beispiel von Roger Libby, die 67 Wochen zusammenzufassen, weil er sagt, dass dieses Etnach erst nach 62 steht und nicht nach 7 Wochen. Aber zumindest hat man hier mal jetzt im masoretischen Text die Aussage vom Rabbiner und wir schauen uns das jetzt auch nochmal online an. Könnt ihr auch nachschauen in der Online-Bibel. Ich gebe euch auch den Link da mit, könnt ihr oben sehen. Und dann kann man das aufschlagen, könnt ihr auch dieses Etnach selber nachschlagen. Und anschließend schauen wir uns das auch nochmal in dem originalen Tanach an. Das ist der Vers aus Daniel 9, Vers 25. Den könnt ihr finden auf bibeltext.com. Und hier in dem roten Kasten steht, bis zum Kommen eines Gesalbten, eines Fürsten sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Und unser Etnach steht hier in diesem Wort Sipa mit der Strongnummer 7651. Und das hier ist unser Etnach, also dieses Semikolon, das die 7 Wochen von den 62 Wochen trennt. Schauen wir uns jetzt nochmal einen echten Tanach an. Hier haben wir rechts den hebräischen Text und links den Vers 25 mit dem Komma. Also hier im englischen Text das Komma nach 7 Wochen, nach 7 Jahrwochen. Und hier im hebräischen Text auch dieses Etnach wieder, wie wir das vorher schon gesehen haben. Also hier wird auch deutlich, dass dieses hebräische Komma die 7 Jahrwochen von den 62 Wochen absetzt. Ja, schauen wir uns jetzt einmal Rabbi Skobach an, der natürlich das alles aus der jüdischen Sichtweise sieht. Die Berechnung der Juden ist auch noch grauslicher als die bisherige Berechnung der Christen, weil die einfach 165, 166 Jahre aus der profanen Geschichtsschreibung löschen und eigentlich auch nichts anderes machen, sondern die 70 Jahrwochen alle zusammenziehen, also die 7 und die 62 und die letzte 70. Jahrwoche komplett zusammenziehen. Dann 166 Jahre daraus einfach auslöschen aus der profanen Geschichtsschreibung, um so laut Talmud, und ich glaube Maimonides hat diese Berechnung dann gemacht, von der Zerstörung des ersten Tempels bis zur Zerstörung des zweiten Tempels zu rechnen. Also noch abstruser eigentlich, als die Christen das tun. Aber zumindest ist hier mal interessant auch zu sehen, dass er zwei Gesalbte sieht. Er versteht natürlich den ersten Gesalbten als Kyros. Und der zweite Gesalbte ist dann der hohe Priester, der im Jahr 70 nach Christus dann von den Römern umgebracht wurde. Ganz davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht der Meinung bin von Rabbi Skobach in der Beziehung, kann man doch zumindest hier mal der Argumentation folgen, dass er zwei unterschiedliche Personen sieht. Das ist ja schon mal interessant, weil er das auch versucht am Text abzugleichen, aber er macht dann wieder kapitale Fehler an anderer Stelle. Aber ich wollte euch das nicht vorbehalten, wir schauen uns das mal kurz an. Und was hier passiert, wenn er diese beiden unterschiedlichen Zeitperioden miteinander kombiniert, und zwar in eine einzige Zeitperiode, ist, dass er eigentlich eine komplette Person aus dem Text auslöscht. Und das, was wir hier sehen, was hier passiert, ist, dass Daniel zwei unterschiedliche gesalbte Leute beschreibt. Daniel beschreibt einen gesalbten Prinzen. Einen gesalbten Prinzen oder einen gesalbten Regenten, der nach einer Periode von 49 Jahren kommt, das sind 7 Jahrwochen, und dann einen zweiten Gesalbten, der nach einer zusätzlichen Periode von 434 Jahren oder 62 Jahrwochen auftaucht. Ja, soweit also mal Rabbi Skobachs Meinung zu den beiden unterschiedlichen Personen, die hier erwähnt sind. Einmal ein gesalbter Prinz oder gesalbter Fürst, das ist Kyros, und dann ein Gesalbter, der nach 62 Jahrwochen weggetan wird, das ist für ihn der hohe Priester im Jahr 70 nach Christus. Wie gesagt, die Zeitrechnung passt da nicht zusammen.
Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz an, wie er argumentiert, dass die 7 und die 62 Wochen nicht addiert werden dürfen, obwohl er selber das auch macht. Und wenn wir damit durch sind, dann schauen wir uns mal an, wie der Text ist und ob wir da vielleicht was finden können, was unsere oder meine bisherige Auslegung stützt. Der Beweis, dass die 62 Jahrwochen eine separate Zeitperiode sind, kommt in Vers 26. Wenn ihr in Vers 26 schaut, erneut in der jüdischen Übersetzung, seht ihr, dass dort steht, und nach den 62 Wochen. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Und noch einmal, hier ist es nicht der gesalbte Prinz. Der gesalbte Prinz kommt nach 7 Jahrwochen. Hier nach den 62 Wochen. Und wir sehen, dass das Hebräische hier einen bestimmten Artikel hat. Hier steht nicht nur einfach 62 Wochen, sondern nach den 62 Wochen. Das Hebräische verdeutlicht, dass es eine separate Zeitperiode ist. Das ist ein bestimmter Artikel. Nach den 62 Jahrwochen kommt einfach nur ein Gesalbter, der nicht ein gesalbter Prinz genannt wird, sondern nur ein Gesalbter. Er kommt und wird ausgerottet. Ja, soweit mal der Rabbiner. Jetzt begeben wir uns mal in den Text selber rein und schauen mal, ob wir im Text in der hebräischen Formulierung, soweit wie uns das möglich ist, mit Unterstützung der Software etwas finden können, was darauf schließen lassen könnte, dass man beide Fristen von 605 ausrechnet. Ich bin mir bewusst, ich gehe jetzt an die absolute Grenze von dem, was ich kann, weil ich kein Hebräisch kann und da dringend Unterstützung bräuchte von irgendeinem Sprachwissenschaftler. Vielleicht kommt das ja noch nach, vielleicht schreibt auch ihr in die Kommentare, was ihr davon haltet. Man kann mit der Software und den Strong-Nummern da relativ nah an den Text rangehen. Letzte Gewissheit gibt natürlich dann nur ein Sprachwissenschaftler und auch da ist die Frage, ob man diese Passagen im Hebräischen überhaupt so übersetzen kann, ob das möglich ist und wie man die einzelnen Worte zuordnet zueinander. Aber wir schauen einfach mal in den Text. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal den Text an. Das ist Daniel 9,25 in der Interlinear-Übersetzung. Ich lese den erstmal auf Englisch, dann übersetze ich. Man muss hier von rechts nach links lesen. And know therefore and understand from that the going forth of the command to restore and to build Jerusalem to the Messiah, the Prince, oder hier müsste man eigentlich sagen, to a Messiah, a Prince, weil hier nicht HaMashiach, HaNagid steht, sondern nur Mashiach, Nagid. Weeks shall be 7 and weeks 62 again, and shall be built the street and the wall and even in troublous times. Oder auf Deutsch, und wisse deswegen und verstehe vom Ausgang des Befehls Daba, des Wortes, wiederherzustellen und zu bauen Jerusalem, bis auf einen Messias, einen Prinzen oder einen Fürsten, Wochen sollen sein 7 und Wochen 62, noch einmal, again. End shall be built und soll gebaut werden, die Straße und die Mauer, wenn auch in notvoller Zeit. Das ist das, was der Text sagt. Das Interessante ist jetzt, dass hier an der Stelle unser Etnach steht. Dieses kleine Satzzeichen trennt die 7 Wochen von den 62 Wochen. Das ist allerdings jetzt nur ein Zeichen, das die Masoreten eingefügt haben und das nicht im ursprünglichen hebräischen Text steht. Aber es würde etwas bestätigen. Und zwar steht hier, dass bis zum Kommen des Messias oder eines Messias, eines Prinzen, sind 7 Wochen, Semikolon, und 62 Wochen, again, noch einmal 62 Wochen. Mach das nochmal, was denn? Das, was wir schon mit den 7 Wochen gemacht haben. Denn die haben wir gerechnet ab diesem Ausgang des Wortes in Jeremia 25 im Jahr 605. Und es sieht so aus, als ob der Text sagt, es sind 7 Wochen,
Semikolon, und es sind 62 Wochen, noch einmal. Ja, wiederhole das. Dieses Again, dieses Tashub hat die Strong Nummer 7725 und die findet man hier oben auch schon mal. Das heißt also, vom Ausgang des Befehls des Wortes wiederherzustellen, ja, 7725, das wieder erneut zu machen, Jerusalem zu erneuern und zu bauen. Das ist das, was hier gesagt ist, ja. Und hier unten steht auch wieder dieser Strong Nummer 7725 und hier wird es übersetzt noch einmal, erneuer das nochmal, wiederhol das nochmal. Was denn? Das, was wir mit den 7 Wochen auch schon gemacht haben, ja. Wisse vom Ausgang des Wortes bis zu einem Gesalbten, einem Prinzen, sind es 7 Wochen, Semikolon, und wiederhol nochmal 62 Wochen. Mach das nochmal, again, das, was wir mit den 7 Wochen hier auch schon gemacht haben, die wir vom Ausgang des Wortes, Daba, im Jahr 605 ausgerechnet haben. Das würde bedeuten, dass dieses Wort hier, again, wiederhol das nochmal, bedeutet, rechne die Frist, die wir mit 7 Wochen gerechnet haben von 605, auch nochmal von 605 aus mit den 62 Wochen. Und das würde das bestätigen, was wir an anderer Stelle auch schon festgestellt haben. Und man könnte den Text so verstehen, zumindest nach meinem gegenwärtigen Kenntnisstand, dass der Text das durchaus stützt. Dann müsste man übersetzen, wisse deshalb und verstehe vom Ausgang des Wortes oder des Befehls wiederherzustellen und zu bauen Jerusalem bis auf einen Messias, einen Prinzen, sind es einmal 7 Wochen und noch einmal 62 Wochen. Und zwar vom Ausgang dieses Wortes, ja, dass dieses Wort ausgeht. Und gebaut werden dann die Straße und die Mauer, obwohl in notvoller Zeit. So wäre die Übersetzung dieses Verses dann zu verstehen. Und es wäre natürlich hochspannend, wenn man das mit einem Sprachwissenschaftler mal abgleichen könnte, ob das zulässig ist. Viele Übersetzer sind sich unsicher, wie man diese Verse übersetzen soll. Deswegen gibt es eine Fülle unterschiedlicher Übersetzungen, die ihr überall auch finden könnt in den verschiedenen Bibelübersetzungen. Aber auf der Basis dessen, was wir bisher schon festgestellt und gefunden haben, dass wir beide Fristen rechnen von 605 und dann einmal auf Kyros und einmal auf Antiochos kommen, ist in Deckung mit den Nachbarkapiteln in Daniel, also Kapitel 7 und 8 beschreiben, woher der Antichrist kommt, Kapitel 9 beschreibt, wann er kommt und Kapitel 10, 11 und 12 beschreibt, was er tut und wie seine Ausprägungen sind, dass er nämlich einen Gräuel der Verwüstung aufrichten wird in Jerusalem. Und zwar hat das schon mal Antiochos Epiphanes getan und das wird der Antichrist in der Endzeit wieder tun. Antiochos Epiphanes hat regiert von 171 bis 164 vor Christus, also 7 Jahre, und hat in der Mitte seiner Regentschaft Jerusalem überfallen und dort ein schreckliches Massaker angerichtet und den Tempel verunreinigt. Und die Offenbarung sagt, dass der Antichrist in der Mitte der Jahrwoche genau das Gleiche tun wird in der Endzeit, in der letzten 70. Jahrwoche, sodass wir sagen können, diese letzte 70. Jahrwoche ist spiegelgleich mit den 7 Jahren Regierungszeit des Antichristen und beide tun dasselbe. Der historische Antiochos hat eine Verwüstung angerichtet im Tempel in der Mitte seiner Amtszeit und der endzeitliche Antiochos Epiphanes, der Antichrist, wird das auch in der Mitte der Jahrwoche genauso wiederholen. Vielleicht noch ein Gedanke, wenn wir davon ausgehen, dass die Dienstzeit Jesu ungefähr 3, 3,5 Jahre dauert, dann ist der Gedanke hochinteressant, dass Jesus auch nach diesen 3, 3,5 Jahren nach Jerusalem hinaufzieht und sie nehmen ihn dort nicht als Messias an. Und er sagt zu ihnen, ich komme im Namen meines Vaters und er nimmt mich nicht an, aber es wird jemand kommen in seinem eigenen Namen und den werdet ihr annehmen. Das würde bedeuten, dass Jesus nach 3,5 Jahren nach Jerusalem kommt, um dort Frieden herzustellen für Israel und für die Welt. Aber weil die Juden ihn verworfen haben, wird in der letzten 70. Jahrwoche jemand kommen, der genau wie Antiochos Epiphanes nach 3,5 Jahren nach Jerusalem raufgeht und dort eine schreckliche Verwüstung anrichtet, weil er den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem tötet und sich selbst dort göttlich verehren lässt. Dann nehmen die Juden ihn
an, im Gegensatz dazu, dass sie Jesus verworfen haben vor 2000 Jahren, der ihr Messias war. Soweit mal zu diesem Vers. Ich finde das hochspannend und würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren da vielleicht auch was schreibt, was ihr davon haltet. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Sprachwissenschaftler, der vielleicht Interesse hat, das hier zu kommentieren. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ja, also wir haben schon gesehen, dass wir auch ohne den Text jetzt so tief anzuschauen, wie wir das jetzt gemacht haben, aufgrund der zeitlichen Fristen, die wir haben, aufgrund der Hinweise im Daniel 9 auf Jeremia 25, in Bezug auf die drei Zeitangaben, die dort gegeben sind, in Bezug darauf, dass wir die Frist oder das den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems Gott zuschreiben und keinem heidnischen König, auch keinem Artaxerxes, keinem Kyros und keinem Darius. Und aufgrund dessen, was wir an anderer Stelle im Text gefunden haben, haben wir gesehen, dass wir die Fristen so setzen können, obwohl die ersten beiden Fristen, die ersten 7 und die ersten 62 Jahrwochen, zu Beginn dann parallel laufen. Aber deswegen sagt der Engel ja auch zu Daniel, merke auf, verstehe, das ist nicht einfach, was ich dir jetzt sage. Und ich glaube auch, dass wir uns hier auf nahöstliche Denkweise einstellen müssen und nicht auf europäische. Trotzdem glaube ich, dass man, wenn man dem Text jetzt so nahe geht, dass man erstaunlicherweise diese Formulierungen dort findet, die nach meinem jetzigen Kenntnisstand, und ich muss das wie gesagt relativieren, weil ich nicht Hebräisch studiert habe, ja, vielleicht hat ja jemand Zeit und Muße, mir ein bisschen Unterstützung dazu geben, da würde ich mich sehr freuen, wenn da jemand Kompetentes sich zu äußert, aber dass man am Text schon sehen kann, dass es da Hinweise gibt darauf, dass der Text auch so gesetzt werden könnte und übersetzt werden könnte, dass durchaus im Text der Hinweis darauf ist, das noch einmal zu rechnen, also noch einmal vom Jahr 605 vor Christus aus. Ich finde das hochspannend und hochinteressant, weil das natürlich jetzt auch irgendwie Auswirkungen hat auf die Übersetzungen. Das liegt daran, dass die europäischen Sprachen hochexakt sind. Vor allem das Deutsche ist eine absolute Hochsprache. Das ist die Sprache der Dichter und Denker. Da kann man ganz feine Nuancen ausziselieren mit dem Deutschen. Und das ist einfach eine sehr exakte Sprache. Das führt dann aber dazu, dass Nominativsätze im Hebräischen mit deutschen Füllwörtern gefüllt werden müssen, damit der Text halbwegs flüssig zu lesen ist. Und durch diese Füllwörter und die Zuordnung der Worte zueinander gibt das Deutsche dann in den Übersetzungen dem Hebräischen unter dem Aramäischen eine sehr definierte Aussage, die im Grundtext nicht unbedingt so zu finden sein muss, sondern die auch anders gedeutet werden kann. Ja, das ist die Krux daran, dass das Deutsche so hochexakt ist. Gut, damit lassen wir es mal auf sich bewenden. Ich fand das spannend, finde das hochinteressant, dass man so nah und so tief in den Text reingehen kann. Danke allen fürs Einschalten und auch für eure Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich schätze das sehr. Ich freue mich, wenn wir uns auch bald vielleicht in Zavelstein sehen auf den Bibeltagen und wünsche bis dahin alles Gute und Gottes Segen.